Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr verehrte Damen und Herren, ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, mit jedem Tag, an welchem ich mich mehr und mehr mit den politischen Entscheidungen der letzten Jahrzehnte in Deutschland beschäftige, desto mehr komme ich mir vor wie in einem Irrenhaus. Und ein wunderbares Beispiel dafür ist das deutsch-türkische Sozialversicherungsabkommen. Ein Abkommen, welches in unserem Land kaum jemand kennt, aber das möchte ich hier in wenigen Sekunden ändern. Und liebe Krankenversicherte, bitte hören Sie jetzt genau zu, welche gängige Praxis in Deutschland seit Jahrzehnten üblich ist. Ein türkischer Staatsbürger wird in unser Krankenkassensystem integriert, beispielsweise durch eine geringfügige Beschäftigung. Er ist nun gesetzlich krankenversichert. Im selben Atemzug wird seine gesamte in der Türkei lebende Familie, die noch nie zuvor deutschen Boden betreten hat, auf Kosten der deutschen Beitragszahler mitversichert. Die Familie geht also nun in der Türkei zum Arzt. Abgerechnet wird per Pauschale mit der deutschen Krankenversicherung. Und natürlich darf in diesem Zusammenhang auch noch die Türkei definieren, wer und was alles zum Begriff der Familie gehört. Wir Deutschen haben uns dieser Definition natürlich zu fügen, und das machen wir ja schon brav seit Jahrzehnten. Und somit bezahlen wir nicht nur für die Kinder, wir bezahlen nicht nur für die Ehefrau oder wie es im Islam auch üblich ist, für die mehreren Ehefrauen, wir bezahlen sogar noch für die Eltern. Und hier sehen wir de facto das größte Problem. Es handelt sich praktisch um eine Schlechterstellung der deutschen Versicherten. Denn nach deutscher Definition werden unsere Eltern in unserem Krankenkassensystem nicht bei der Familienbetrachtung mitversichert. In der Türkei hingegen schon. Bezahlen dürfen wir das, bezahlen darf das die Solidargemeinschaft. Und diese seit bereits 1964 gängige Praxis gehört unserer Meinung nach sofort auf den Prüfstand gestellt. Das letzte Mal wurde dieses Thema überhaupt valide 2003 angefasst. Eine kleine Anfrage an die Bundesregierung ergab damals, dass es 33.630 Familien betrifft. Das heißt, 33.630 Töchter, Söhne, Ehefrauen, Mütter, Väter, die über unser Kassensystem in der Türkei mitversichert sind. Eine Summe der genauen Kosten konnte die Bundesregierung damals übrigens nicht definieren. Die Schätzungen liegen irgendwo bei 10, 12 Millionen, mal bei mehreren 100 Millionen Euro Kosten für unser Solidarprinzip. Und wer zahlt das? Natürlich der entsprechend deutsche Beitragszahler. Übrigens sei kurz noch erwähnt, dass es solche Abkommen auch noch mit Bosnien-Herzegowina gibt, mit dem Kosovo, mit Marokko, mit Mazedonien, mit Montenegro, mit Serbien, mit Slowenien und mit Tunesien. Hochrechnen kann sich das jeder selbst. Und liebe Kollegen, unser Gesundheitssystem, das ist auch Kern unseres Antrages, gehört doch endlich mal allgemein auf den Prüfstand gestellt. Es ist mathematische Gewissheit, dass die Kosten in den nächsten Jahrzehnten nicht sinken, sondern massiv steigen werden. Und das ist einfach der fatalen demografischen Familienpolitik der letzten Jahrzehnte geschuldet, dass immer mehr Erkrankte auf immer weniger Gesunde kommen und das einfach volkswirtschaftlich unmöglich zu realisieren ist. Das heißt, wir müssen endlich Einsparpotenziale finden, die nicht zulasten unserer Beitragszahler und auch nicht zulasten der Qualität der Versicherten gehen. Ein überfälliger und notwendiger Schritt zur Entlastung aller Zahler ist es, endlich diejenigen aus dem System rauszuschmeißen, die darin nichts verloren haben, die ausschließlich wegen diesen Leistungen nach Deutschland gekommen sind, die nie darin einzahlen werden und die noch nie darin eingezahlt haben. Und es ist überhaupt nicht rechtlich, auch gar nicht erst rechtlich von unserem Grundgesetz, ja, legitimiert. Und dagegen müssen wir uns verwehren. Und deswegen sehen wir hier eine massive Einsparmöglichkeit für alle Versicherten. Wir haben das Problem, dass in Deutschland Einwanderung und Asyl in einen Topf geworfen wird. Doch beides sind, wie wir alle wissen, natürlich völlig getrennte Paar Schuhe. Und ja, anerkannte Asylbewerber dürfen natürlich medizinisch auch nicht hängen gelassen werden. Das möchte ich auch noch mal unterstreichen. Genauso wenig natürlich auch wie Fachkräfte, die zugewandert sind, die sich in unseren Arbeitsmarkt integriert haben und auch die bereits heute auch einen Beitrag natürlich zu unserem Wohlstand leisten. Aber unser Gesundheitssystem ist natürlich nicht dafür ausgelegt, alles und jeden in dieser Welt mitzuversorgen. Das soll es auch gar nicht. Allein 2015 und 2016, und jetzt hören Sie genau zu, in diesen zwei Jahren, gab die BRD 2,5 Milliarden Euro nur für die gesundheitliche Versorgung von Asylbewerbern aus. Eine irre Summe, die natürlich an aller anderen Stelle fehlt. Und woher kommt ein Großteil dieses Geldes? Und jetzt wird's richtig ekelhaft. In den vergangenen Jahren hat unser fleißiger Mittelstand
ein für die Zukunft gedachtes Polster erwirtschaftet. Es handelt sich um den mit etwa 10 Milliarden Euro ganz üppig gefüllten sogenannten Gesundheitsfonds. Und dieser Fonds sollte eigentlich die medizinische Versorgung unserer Bevölkerung für zukünftige und schwierige Zeiten, vor denen wir mit mathematischer Gewissheit stehen, sichern. Das ist eine bei der aktuellen demografischen Situation einfach nur selbstverständliche Entscheidung. Und genau dieser Fonds, den unsere Generationen über Jahre mit harter Arbeit erwirtschaftet haben, wird jetzt genau für diese Sache geplündert. Denn allein im Jahr 2017 wurden von diesem Fonds 1,5 Milliarden Euro abgesaugt, um die Asylbewerberleistung im Gesundheitswesen zu subventionieren, nicht mal um sie völlig damit zu bezahlen, zu subventionieren. Und das ist meiner Meinung nach einfach nur ein Verbrechen an der harten Arbeit der Menschen in diesem Land. Und da es die wenigsten wissen, wie läuft denn eigentlich die gesundheitliche Versorgung, vor allem monetär, von Asylbewerbern? Einmal auf deutschem Boden hat jeder Mensch ein Recht auf die Versorgung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Das heißt, er geht zum Amtsarzt, weil er eine Behandlung benötigt, bekommt er seinen Behandlungsschein ausgestellt und wird entsprechend behandelt. Wenn er sich allerdings länger als 15 Monate auf deutschem Boden befindet, werden ihm die Türen zu unserem System nahezu völlig geöffnet und erhält zu 99% die gleichen Leistungen wie jeder andere Krankenversicherte auch, der dafür aber entsprechend einzahlen muss. Je nach Bundesland natürlich sogar mit einer eigenen Gesundheitskarte, damit es eine entsprechende Flatrate-Behandlung gibt. Wohl aber bemerkt, unabhängig von seinem Anerkennungsstatus, das heißt, auch wenn er völlig illegal hier ist, gemacht hat, was er will, hat er die gleichen Leistungen. Und das ist so, ja, mit meinen Worten eigentlich kaum zu definieren, was hier eigentlich hier gang und gäbe ist. Es wird aber noch spannender, denn nur ungefähr 3% derjenigen Menschen, die diese Leistung bekommen, sind nach unserem eigenen Grundgesetz anerkennungswürdig, das heißt legal hier. Was ist mit den anderen 97%? Und wie versucht überhaupt die Bundesregierung, so eine eigene Rechtsbrechung ihrer Bevölkerung zu verkaufen? Wenn ich dreimal falsch geparkt habe, dann wird mein Auto, weiß ich nicht, also ich werde rechtlich bis ins letzte Detail belangt. Aber hier bricht die Bundesregierung in massivem Maße eigenes Recht. Ja, aber die Konsequenzen spüren wir bis heute und die Zahlen habe ich Ihnen gerade verlesen. Das große Problem ist, dass Deutschland einfach viel zu viele Fehlanreize in die Welt setzt. Und diese Anreize werden auch in den nächsten Jahren natürlich für einen entsprechenden Zustrom sorgen. Ein solcher Fehlanreiz ist beispielsweise die bekannte Mehr von einer Gratis-Rundumversorgung, deren wir uns ja heute annehmen wollen. Das heißt, die Beschränkung der medizinischen Leistungsansprüche auf ein ethisch vertretbares Mindestmaß ist unserer Meinung nach ein geeignetes Instrument zur Anreizvermeidung. Denn nur anerkannte Asylbewerber dürfen Anspruch auf mit den deutschen Versicherten vergleichbaren medizinischen Leistungskatalog haben. Wer als ausreisepflichtig eingestuft wird und wer auch aus einem sicheren Drittland zu uns kommt, darf kein Anrecht auf den gleichen Leistungsumfang wie gesetzlich krankenversichert Deutschland haben. Punkt. Liebe Kollegen, das waren jetzt nur zwei Beispiele, wie sich die Kosten für unser Gesundheitswesen in nur wenigen Tagen massiv senken ließen. Unser Antrag unterbreitet konkrete Maßnahmen, die die Beitragszahler sofort entlasten würden. Sie hätten mehr netto vom Brutto. Es sind Maßnahmen, die gegen kein Recht verstoßen, die moralisch und ethisch zu vertreten sind und die eigentlich eine Selbstverständlichkeit für uns alle sein sollten, nämlich Handeln zum Wohle unserer Bevölkerung. Dankeschön.